Ich würde aber noch sagen, dass ich trotzdem auch in deinen früheren Arbeiten, die du jetzt eher so als nüchterner beschrieben hast und emotionsloser, ich finde, dass auch die, gerade auch die ganz weißen Arbeiten, aufgefalteten Muster, gerade da finde ich, dass die eben schon auch, obwohl sie sehr nüchtern sind, eben schon auch eine Emotionalität haben. Aber mehr so im Sinne von, ja, was ist das richtige Wort? Auf mich hatten sie immer so die Wirkung von etwas, fast vielleicht etwas Sakrales oder so, oder etwas, die strahlen so eine Reinheit aus und es geht nur wirklich um diese Lichtschatten und es ist so präzise gemacht, es ist alles in Weiß und trotzdem entsteht durch Licht und Schatten so eine gewisse Farbigkeit und es verändert sich ja auch über den Tag hinweg, wenn Tageslicht in der Nähe ist. Und sie haben so eine große Lebendigkeit, obwohl sie eben sehr nüchtern sind. Und irgendwie haben die für mich so immer etwas sehr Kraftvolles ausgestrahlt. Ja, es ist schwierig, das so in Worte zu fassen. Aber jedenfalls hat es etwas Emotionales bei mir angesprochen. Aber ich verstehe auch, so diese Einteilung, die du machst, dass du, es ist natürlich eine ganz andere Emotionalität, die jetzt auch über dieses Färben entsteht und diese andere Materialität, ja, klar. Es ist lustig, dass du das ansprichst. Ich glaube, von den alten Arbeiten sind es vor allem auch die weißen Arbeiten, die ich jetzt persönlich selber in der Retrospektive die spannendsten finde, weil sie Ja. so eine gewisse Leere oder Offenheit auch dem Betrachter gegenüber lassen. Und für mich ist es jetzt nicht so, dass ich da sofort bei mir eine, wie soll ich sagen, eine körperliche Reaktion gleich drauf habe. Aber die finde ich eigentlich die spannendsten für mich selber jetzt, retrospektiv auch.